Hallo auf dem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. From Cold to Close. Von und mit Norbert Schuster. Norbert ist Berater, Autor, Speaker und der Erfinder der Wasserlochstrategie. Und hier kommt dein Gastgeber, Norbert Schuster. From Cold to Close. Heute geht es wieder um das Thema Marketing Automation mit dem besonderen Schwerpunkt, wie kann man so eine einfache Heranführungsweise generieren, wie kann man einfacher starten und vor allem ganz wichtig, wie kann man skalieren. Schön, dass du eingeschaltet hast in meinem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Für das Thema habe ich mir heute einen Gast eingeladen, nämlich den Markus Köhler. Der Markus ist Geschäftsführer von der Firma E-Raumwerk. Schön, dass du dabei bist, Markus. Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Danke, Norbert, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Erzähl doch vielleicht mal so 2, 3 Sätze zu dir, zu deinem Hintergrund, Schwerpunkt, deiner Firma, von dir. Was macht ihr so? Ja, also wir sind ein kleines Unternehmen, was im Bereich der Marketing-Automatisierung des Lead-Managements unterwegs sind. Und einer der ersten Partner, Goldpartner der Marketing Automation Plattform Avalanche. Wir bewegen uns an der Schnittstelle Strategie, Konzeption und Implementierung von solchen Vorhaben und unterstützen dort die Unternehmen, dieses Thema auf die Bahn zu bringen. Prima. Wir haben uns schon diverse Male getroffen bei diversen Branchen-Events und haben auch schon diverse Schnitzel zusammen gegessen. So ist es. Genau. zu gucken, wie können wir besser zusammenarbeiten, wo sind Anknüpfungspunkte und was wir halt immer wieder gemerkt haben, dass es so 2 große Themenblöcke gibt. Einmal dieses Thema, wie führt man Menschen und Teams an die Implementierung und die Nutzung von Marketing Automation ran? Die Systeme sind ja alle jetzt nicht unbedingt wirklich super selbsterklärend. Natürlich leistungsfähig, aber wie gesagt, dafür muss man eben halt auch an das Thema rangeführt werden. Das ist so ein Themengebiet, wo ihr auch relativ viel macht, Markus. Und das andere Themengebiet, was passiert dann, wenn ich auf einmal nicht nur einen oder 5 Nurture-Prozesse habe oder E-Mails habe, Formulare habe, Landingpages habe, sondern vielleicht mal in der Summe all dieser Elemente mehrere 100 und jetzt kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, ach übrigens, wir haben eine neue Farbe, wir hätten da ein neues Logo, wir hätten da gerne eine neue Schrift. Also dieses Thema wirklich Skalierung, und da ist es eben halt auch wichtig, das sollte man nicht darauf achten, wenn man schon 500 Elemente hat, sondern eben dann, wenn man 5 hat, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ja, was du ansprichst, ist natürlich ein Thema, was uralt ist. Also die Frage ist immer, wie geht man an bestimmte Sachen dran, in denen man sich noch nicht wirklich lange bewegt hat, in denen man noch nicht eigene Kompetenzen am Start hat. Und vielleicht lässt mich das kurz einordnen. Wenn wir über Marketing Automation und Lead Management sprechen, dann haben wir ja bestimmte Sachen im Auge, die wir verfolgen, an Vorteilen zum Beispiel. Haben wir hier das Thema Generalisierbarkeit. Das ist etwas, was die Marketing Automation und das Lead Management, wenn es technologiegetrieben ist, liefern kann. Wir können nicht nur eine Kommunikation nach außen abbilden, wir können auch eine Kommunikation in das Unternehmen abbilden, wir können verschiedene Kommunikationslinien abbilden. Das heißt also, man kann, wenn man es von vornherein bedenkt, die Kommunikation nicht an einer Stelle verändern, sondern grundsätzlich verändern und das Ganze eben generalisiert. Ein zweiter Punkt ist, dass natürlich solche Prozesse, die wir mit dieser Kommunikation und auch den dahinterliegenden Automatisierungsebenen aufsetzen, die ist hoch verfügbar. Das ist also so, wenn ich mich noch an 15 Jahren denke im Vertrieb, du weißt wahrscheinlich noch besser, wovon ich rede, da bist du durch die Gegend gefahren, hast deine Kunden besucht, geschaut, ob noch alles im Regal steht. Braucht er noch was? Hier ist das Bestellfax. Dann fährst du wieder nach Hause. Das heißt also, du hast ein gewisses Zeitfenster, in dem das passiert. Das haben wir heute gar nicht mehr. Also wenn wir heute
automatisierte Prozesse aufsetzen, die laufen 24/7, 365, kontinuierlich. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil dieses Anfahren von Kampagnen und wieder runterfahren von Kampagnen eigentlich das ist, was Energie verzehrt. Und man kann also hier sehr schlank unterwegs sein. Ein dritter Vorteil, den wir im Auge haben, ist natürlich die Messbarkeit. Darf ich dich kurz unterbrechen, Markus? Ja, ja. Bevor wir zum dritten kommen, ich würde zu dem ersten gerne noch mal was sagen. Gerne. Um die Dimension noch mal vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Du hast gesagt, man kann das in mehreren Bereichen einsetzen. Also klar, der Klassiker ist, wir nutzen das im Marketing und Vertrieb, eben als pure Marketing-Automation oder wie ich es gerne nenne, Pre-Sales-Automation. Die gleichen Mechanismen kann ich aber natürlich auch im HR-Bereich benutzen, um eben das Thema HR-Automation, also Candidate-Persona, Candidate-Journey, Candidate-Nurture-Prozesse. Das heißt, ich habe komplett den HR-Bereich, die Automatisierung kann ich damit nutzen. Und was du auch erwähnt hast, nochmal vertiefen, die interne Kommunikation, eben halt auch zu überlegen, wie kann ich Prozesse im Unternehmen, wie kann ich zum Beispiel einen Change-Management-Prozess begleiten mit Automatisierungsmöglichkeiten. Und dann bin ich halt auf einem ganz anderen Level, wenn ich mir überlege, was so eine Technologie für Nutzen bringen kann. Ich muss die Kosten in Relation setzen, weil ich natürlich auch einen viel höheren Wirkungsgrad habe und viel tiefere Einsatzszenarien habe. Also von daher wollte ich da nur noch mal ein bisschen einhaken, weil ich den da besonders eben einen sehr, sehr großen Hebel sehe. Vielleicht ein kleines Anekdötchen an der Stelle. Wir haben ein Thema gehabt vor einigen Jahren, da hieß es, wir brauchen unbedingt Projekte. Unsere Consultants sitzen auf der Bank, haben nichts zu tun, wir brauchen mehr Projekte. Lass uns einen ordentlichen Lead-Generierungsprozess aufsetzen, damit wir die Projekte akquirieren, die unsere Leute auslasten. Das haben wir auch gemacht und das haben wir so gut gemacht, ohne mich da jetzt über den Klee zu loben, dass auf einmal der Global Marketing Manager zu mir kam und sagte, Markus, wir haben ein Problem. Wir haben zu viele Projekte. Wir müssen die Leute vertrösten. Das ist eine Katastrophe. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist ja erstmal ein Luxusproblem. Scheint ja schon mal ganz gut angegangen zu sein. Wir suchen einfach ein paar neue Consultants. Ja, er sagt, aber das hat ja mit unserem Thema hier überhaupt nichts zu tun. Ja, sage ich, aber genau das, was du gesagt hast, Norbert. Die Mechanik, der Prozess, der dahinter steckt, dem ist es egal, ob er ein SAP-Projekt akquiriert oder ob er einen Consultant akquiriert, der seinen Prozess umsetzen soll. Und die bisherigen Wege über großes Bewerbungsportal, total aufwendig, kurz und knapp haben wir die gleiche Mechanik umgebaut, haben das anders ausgerichtet. Und auch dadurch hat sich gezeigt, wir sind in der Lage, auch Consultants mit ähnlich gelagerten Prozessen zu akquirieren. Und der Effekt ist natürlich erstaunlich. Man kann das gleiche Ding, was wir hier gebaut haben, mit Abänderung auch für das Thema benutzen. Und da sind wir auch wieder bei den Kosten. Genau. Aber das nur am Rande. Genau. Und du kennst ja meine Poster, meine Kartensets, die ich für Marketing und Vertrieb einsetze. Und ich finde das, als ich das irgendwann realisiert habe, fand ich das faszinierend, dass die Struktur, das Poster sieht auch von Weitem genauso aus. Ja, das Kartenset sieht genauso aus, aber die Inhalte sind andere. Und von daher finde ich es spannend, dass man den gleichen Werkzeugkoffer mit den gleichen Werkzeugen einfach nur mit anderen Inhalten eben auch auf das Thema Candidate Journey, HR Automation und so weiter anwenden kann. Und beim letzten Punkt, wo du warst, Employer Branding. Genau. War ein Riesenthema. Seit einigen Jahren. Das ist auch hier, kriegst du ähnliche Prozesse aufgesetzt, die genau das liefern, was man da braucht. Ja. Gut, vielleicht der nächste zentrale Punkt, Vorteile, Lead Management Marketing Automation, haben wir darüber auch schon ewig drüber gesprochen, die Messbarkeit. Wir sind in der Lage, endlich mal eine Kommunikation zu messen. Wir können jeden Schritt, den jemand geht, beobachten. Ein weiterer Vorteil ist der Personalisierungsgrad. Da kommen wir schon eigentlich dem Thema näher, wo wir eigentlich hinwollen, wenn wir von Skalierung sprechen. Und dann, um das abschließend einzuordnen, eben der letzte Punkt, einer von vielen Vorteilen, ist die Skalierbarkeit, die Skalierfähigkeit solcher Prozesse. Wir können so ein Ding mit verhältnismäßig wenig Mehraufwand erheblich groß machen. Und um dieses Thema, glaube ich, sollten wir ein bisschen einschränken. Da geht es eigentlich drum, denn bisher war die Personalisierfähigkeit oder die,
die Frage, wie kriege ich es personalisiert, war extrem schwierig. Es war eigentlich sowas wie eine Unschärfe. Ne? Drehst du jetzt den Kanal auf, drehst du die Kommunikationsweite auf, ging das immer ein bisschen auf Personalisierung. Ne? Und zwar Gießkanne kannst du groß machen, aber es ist nicht mehr personalisiert. Andersrum, wenn du die Personalisierung groß machst, am Ende alleine rumläufst, kriegst du die Skalierfähigkeit nicht hin. Da brauchst du halt für doppelten Umsatz doppelte Mannschaft an Sales. Also kurzum, das war eigentlich so das Bottleneck. Und mit der Technologie sind wir jetzt in der Lage, eine Kommunikation groß zu machen, einen Marketing-Automation-Prozess groß zu machen, ohne auf den wichtigsten Vorteil, die Personalisierbarkeit, verzichten zu müssen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo es eigentlich wirklich interessant wird und loslegt. Die Maschine macht es möglich. Ja, genau. Die Maschine macht es möglich. Und jetzt muss man vielleicht auch sagen, Personalisierbarkeit Personalisierung, was bedeutet das denn? Mhm. Weil es ist ja auch vielschichtig. Also zu schreiben, absolut, guten Tag, lieber Herr Köhler, ist natürlich eine Personalisierung. Ja. Aber eine Personalisierung sind natürlich auch die ganzen Inhalte. Das heißt, wie baue ich meinen Nurture-Prozess? Baue ich den breit am Anfang, hole viele rein und gehe dann im Laufe des Nurture-Prozesses, werde ich erst spezifischer, oder gehe ich sofort schon in das Thema, ich sag mal, der Produktionsleiter, dem ich eine Messmethode im wahren Eingang verkaufen will, und das bitteschön in der Pharmabranche, dann ist eben meine Personalisierung auch die Position, die Branche, die Aufgabe, und da gibt es halt eben verschiedene Ansätze der Personalisierung. Und dann kommen wir natürlich auch nochmal zu den Ländern. Ne? Also das, was in Deutschland funktioniert mit dem Konstruktionsleiter und der Lösung im Pharmabereich, tickt denn der Produktionsleiter in Frankreich, in Italien, in China, in den USA genauso? Vermutlich oder darf nicht. Ich da eben auf Änderungen eingehen? Also wir haben das Thema Personalisierung ist relativ vielschichtig im Kontext der Marketing Automation. Das ist genau wie du sagst, das ist immer ein Spiel zwischen, gehe ich eher generalistisch ran, generisch ran, oder werde ich sofort relativ schnell spezifisch, da darf man sich drum kümmern um das Thema. Ja, das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Daten ich zur Verfügung habe. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich gehe mit dieser Kommunikation auf den Norbert zu, den kenne ich seit 30 Jahren, weiß viel von ihm, dann kann ich natürlich sowas relativ spitz auslegen. Wenn ich es nicht weiß, habe ich aber noch eine ganz andere Chance. Und das ist eigentlich das, was auch so ein bisschen immer hinten rüberfällt. Wenn wir mal von der Mail ausgehen, die ein zentrales Instrument ist in diesem ganzen Thema, dann können wir die natürlich nutzen, um Informationen zu verteilen. Aber wir können sie auch nutzen, um mal herauszufinden, was eigentlich da draußen bei den Leuten, die ich gar nicht kenne, bei den Menschen, wir müssen ja davon ausgehen, dass Menschen sind, die das bekommen, was eigentlich dort zwischen den Ohren passiert. Und da sind wir eigentlich bei einer Uridee des Marketings, herauszufinden, wie tickt eigentlich derjenige, mit dem ich da draußen kommuniziere. Ist das überhaupt ein potenzieller Kunde oder ist es jemand, den das überhaupt nicht interessiert? Und das ist ein ganz spannendes Thema. Das heißt also, wir können über die Möglichkeit der Messverfahren auch sehr schnell herausfinden, weil wir eben ein Feedback kriegen, ob das jemand ist, mit dem ich überhaupt reden möchte oder ob das überhaupt sinnvoll ist, mit ihm zu reden vor dem Hintergrund, was ich eigentlich vorhabe. Und da bist du bei einem ganz wichtigen Punkt. Und diese Information kann ich dann auch wiederum nutzen, um später auch auf Content-Ebene zum Beispiel die Informationen zu personalisieren. Nicht nur mit einer guten Anrede, sondern bis hin zu den Fragen, interessiert den ein farbengetriebenes Medium, interessiert den nur ein textlastiges Medium, ist der offen für Videos, wann liest der überhaupt seine E-Mails? Ich kann ja heute sagen, schick dem bitte in einem Verteiler von 1 Million Empfängern, schick dem Norbert Schuster bitte nicht abends um 20 Uhr seine Mail, weil da guckt er die Tagesschau. Was wir halt auch immer wieder merken, ist dann eben dieses Thema, wie baue ich es denn von Anfang an ein? Also ich sage mal, bei PowerPoint ist es sinnvoll, mit einem Master zu arbeiten, von Anfang an, um zu sagen, wenn ich später Änderungen habe, weil das kennen wir ja alle, ne? Wir fangen mit 3 Folien an, irgendwann sind es 150 und jetzt habe ich gemerkt, oh, ich würde gern was ändern, dann ändere ich es 150 Mal. Ja. Das also ist das ja ist, bei der Marketing-Automation eine andere Ebene, ne? Ja, was du gerade ansprichst, das sticht gerade in mehrere Felder rein.
Vielleicht zum Allgemeinen. Es gibt auch hier natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Jemand sagt, ich möchte das lernen, ich möchte auch viele Fehler machen am Anfang. Dem würde ich niemals davon abhalten, einfach mal autodidaktisch loszulegen. Das kannst du in anderen Bereichen ja auch. Aus Fehlern lernt man, das ist auch gut. Wenn du natürlich ein gewisses Setting hast, in dem du weißt, ich habe nur so und so viel Budget und ich habe nur so und so viel Zeit und dann muss irgendwas passieren, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, mal darüber nachzudenken, bestimmte Fehler nicht mehr nochmal zu machen, weil die einfach schon 150.000 Mal gemacht worden sind. Und eins muss man ja klar sagen, gerade im Bereich der Skalierung ist jeder Faktor, der irgendwo manuell am Ende gemacht werden muss, ob es ein Import ist, ob es das Basteln von zusätzlichen Sachen ist, ein neues Customizing ist, eine Erweiterung ist, jeder dieser manuellen Faktoren ist das Bottleneck. Das heißt, du kannst alles schön sauber aufsetzen und auf einmal merkst du, Mensch, an der Stelle komme ich nicht weiter, weil da muss jemand irgendetwas machen. Das hat natürlich, bringt einige Herausforderungen mit sich. Du musst unter Umständen eine Organisation vorher umbauen. Du musst ein gewisses Verständnis haben in dem Laden, warum bestimmte Sachen so laufen. Ein einfaches Beispiel ist hier, wir haben häufig das Thema, dass bisher an der Peripherie die Leads generiert worden sind, über den Kundenkontakt des Sales oder des Vertriebs. Und jetzt fängt auf einmal an, eine Organisation Leads von innen heraus zu generieren. Da kannst du dir vorstellen, was da passiert. Da kriegt auf einmal derjenige, der die Leads draußen generiert hat, ne, der Sales- oder Vertriebsmann, kriegt auf einmal Leads auf den Tisch gelegt. Da kann es durchaus passieren, dass er sagt, hör mal, das mache ich doch alles selber, das ist doch mein Metier, der nimmt mir hier meine Arbeit weg. Das heißt, ein gewisses... Change-Anteil dann, ne? Absolut, absolut. Und das ist wahrscheinlich sogar eine der größten Herausforderungen in diesem ganzen Thema und auch sicherlich ein ganz zentrales Bottleneck. Das heißt, man braucht eine neue Sicht auf diese Sachen. Das musst du reinbringen. Ja. Ich würde zu dem Testen nochmal was einbringen wollen. In der Praxis ist es ja so, dass wir so Prozesse meistens irgendwo im Headquarter starten. Da wird ein Beispielmarkt, ein Testmarkt wird rausgesucht, eine Testkonstellation wird rausgesucht. Und aus meiner Erfahrung ist es dann schon spannend, wenn man sagt, ja, dort machen wir die Fehler. Dort probieren wir aus, weil wir können von Anfang an schon gleich skaliert arbeiten. Ja. Aber wenn wir alle Fehler machen wir halt im Idealfall nur einmal. Und wenn wir dann sagen, so, wir haben im Headquarter die ideale Konstellation gefunden, wir haben ausprobiert, wir haben AB-Tests gemacht, keine Ahnung, was auch immer, dann ist es sinnvoll zu sagen, okay, das Erprobte jetzt, das gießen wir in skalierbare Modelle, Prozesse, Abläufe, Vorlagen und so weiter. Ja, absolut. Also die Idee eines Leuchtturmprojekts, eines Piloten, wie man es auch immer nennt, total wichtig. Diese Erfahrung kannst du auch nicht dir einkaufen. Das ist etwas, was man ganz klar sagen muss. Du kannst dir heute keine Double Opt-ins einkaufen mehr. Du kannst heute diese Erfahrung, die man an der Stelle macht mit dem Piloten, die kannst du nicht kaufen, weil die ist auch von jedem Unternehmen zu jedem Unternehmen, von jeder Organisation zu jeder Organisation total unterschiedlich. Die Fehler, die man vermeiden muss, sind eher handwerklicher Natur. Und das ist vielleicht auch das, was du eben angesprochen hattest. Wenn wir heute wissen, wir gehen mit einer Asset-Vermarktung in 20 Länder rein, dann muss man sich die Frage stellen, brauchen wir dafür 20 Formulare? Wenn du das eine Asset hast, ist das noch in Ordnung. Wenn du 50 Assets in 20 Ländern hast, dann hast du auf einmal eine Anzahl von Landingpages. Wenn du die alle einzeln zusammenstricken müsstest, oh mein Gott, dann hast du, da machst du nichts anderes mehr. Und das ist das Verlockende gerade bei einigen Ansätzen, dass man sagt, ja, diese Software, mit der ich das mache, die ist total intuitiv. Das ist ein Baukastensystem. Da ziehe ich mir einfach aus den Regalen, wie beim Lego-Spielen, die Steine raus und bastel mir jedes Ding einzeln zusammen. Total easy im Handling. Brauchen wir im professionellen Bereich überhaupt nicht sowas. Weil das, was da organisch wächst, fällt dir spätestens dann auf die Füße, wenn du in die Skalierung reingehst. Du musst auf einmal 45.000 Workflows überwachen, gegebenenfalls anpassen bei Kleinigkeiten. Du musst eine Unmengenanzahl an Formularen bauen. Und da geht man ganz, ganz klar auf klassische Methoden der Programmierung zurück, der Normalisierung, wo wir sagen, naja, das Asset in England,
wird genauso ausgeliefert vom Prozess her wie das Asset in Deutschland. Es sind nur andere Inhalte, es sind nur andere rechtliche Anforderungen. Und deshalb ist aber der Kernprozess, den abstrahiert man eigentlich, bildet den ab in der Marketing Automation und kommt dann dazu, dass halt die Ausgestaltung über die Inhalte, rechtlichen Komponenten und so weiter, die sieht dann anders aus. Aber das lässt dann auch die Maschine machen. Und wenn du da so denkst, dann brauchst du natürlich da Leute, die das genau verstehen, diese prozessuale Abbildung von solchen Prozessen. Und das kriegst du meistens nicht an den Stellen gebaut, wo meinetwegen der Content entsteht, weil der Content, da sind Spezialisten für zuständig, die eben etwas anderes machen, als eine Marketing Automation zu bedienen. Und das ist so ein kleiner Punkt, der ist noch nicht so ganz angekommen, glaube ich, in vielen Bereichen, weil man glaubt, man könnte alles selber machen. Und man baut sich auch sein Auto nicht selber. Das diskutiert heute keiner mehr. Ja. Was muss man denn bei der technischen Umsetzung, was braucht man, was muss man beachten aus deiner Perspektive? Ja, also es gibt ein uraltes Prinzip aus dem 18. Jahrhundert, da haben sich schon ein paar Mönche mal die Gedanken darüber zerbrochen. Die haben auch gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Und wir müssen eigentlich eine Systematik entwickeln, wie der Weg von A nach B zu kommen, möglichst einfach wird. Wir müssen am Ende, wenn wir von Skalierung sprechen, und das ist wieder der Transfer in die heutige Zeit, wir müssen sehen, dass wir mit möglichst wenig, mit wenig Einzelstücken arbeiten. Wir müssen eben nicht organisch eine Lego-Stadt bauen, sondern wir müssen sagen, hier, ein Haus hat immer eine Tür, ein Dach, eine Heizung und ein paar Fenster. Ob dahinter eine andere Farbe dran kommt, ist egal. Das heißt, wir müssen mit möglichst wenig Objekten in so einem Setup arbeiten, die du beobachten musst. Und wir müssen sehr früh darüber nachdenken, wie so etwas aufgesetzt wird in einem Formular, bei dem dann am Ende auch das gemessen werden kann, was ich messen möchte. Und so hängen die Sachen natürlich sehr dicht miteinander zusammen. Es gibt ein schönes Beispiel der Römer, was diese große Arena damals anging. Die war damals schon in ein paar Minuten leer. Die konnte man, wenn es drauf ankam, sehr, sehr schnell leer machen. Da kamen die Menschen an verschiedenen Stellen sehr, sehr schnell raus. Das ist immer noch ein Prinzip, was auch heute bei großen Veranstaltungen eine zentrale Rolle spielt. Sind auch in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Gibt es auch einschlägige Ereignisse. Und dieses Formular ist immer ein Gate, immer ein Zugang zu etwas. Und wenn wir den Leadstrom möglichst genau beobachten wollen, dann machen wir das nicht an 1000 verschiedenen Stellen, sondern idealerweise an einer, vielleicht an zwei, vielleicht an 5 oder 10 Stellen, aber nicht an 1000 Stellen. Wenn ich 50 Assets vermarkte in 20 Ländern, dann komme ich auf eine eigentliche Anzahl an Formularen, die ist viel zu hoch. Und deswegen müssen diese Prozesse normalisiert werden und normiert werden. Und ich muss gucken, was kann man mit welchem Formular totschlagen. Und dann habe ich eben wenig Objekte, einfache Setups. Ja, erklär doch mal für die Zuhörer den Begriff Normalisierung. Ja, also es ist eigentlich ein Begriff, der aus der Datenbankentwicklung kommt. Es geht eigentlich darum, bestimmte Datenstrukturen so zu verändern, dass sie in keinem Fall redundant werden und dass sie auf jeden Fall eindeutig sind. Man versucht nicht, Datenbeziehungen in einer Tabelle abzubilden, sondern wenn ich sehe, dass irgendwo eine Beziehung zu Daten sind, die eine gewisse Struktur hervorrufen, arbeite ich eben, nehme ich diese eine Tabelle und breche die runter in zum Beispiel zwei Tabellen. Da kann ich zum Beispiel sagen, der Norbert Schuster hat ein T-Shirt. Dann könnte ich einen neuen Eintrag machen und sagen, zweite Zeile, Norbert Schuster hat zwei T-Shirts. Mit so einer Tabelle kann ich später nicht arbeiten. Ich muss also am Ende sehen, dass ich sage, das ist der Norbert Schuster in einer Tabelle, wie der Markus Köhler und noch ein anderer. Und in einer anderen Tabelle werden dann die unterschiedlichen T-Shirts aufgelistet, die man hat. Und dann wird eine Beziehung zwischen denen hergestellt. Und das ist jetzt mal auf ganz, ganz, vielleicht nicht ganz exakte Weise dargestellt, dass ich solche Strukturen sehr stark runterbrechen muss, vereinfachen muss, dass sie überhaupt hinterher handelbar sind und eben nicht redundant werden. Und also ein zweites Formular ist immer eine Redundanz. Ja, also so wie wir es aus dem Prozess. CM-System kennen, absolut wir haben genau das gleiche, Unternehmen ja. Und haben eine 1-zu-1-Zuordnung. Das Unternehmen so zum Beispiel. Hat genau. Viele, viele Ansprechpartner. Ja. Das heißt, deshalb bekommen die eine eigene Tabellenstruktur. Ja.
Und dieses Prinzip übertragen wir auf die Formulare in der Marketing Automation. Zum Beispiel, ne, dass man wirklich für einen Prozess ein Formular hat, egal ob das für die Anmeldung im Webinar ist oder die Anmeldung für den Download eines Assets. In der Datenbankentwicklung arbeiten wir eben mit relationalen Datenbanken. Und dieses Konzept kann man nicht eins zu eins, aber diese Idee, die sollte man auch mit in die Abbildung solcher Prozesse mit reinziehen. Heißt auch, für verschiedene Sprachen ist es trotzdem das gleiche Formular, Genau. weil im Formular im Prinzip nur ein Platzhalter für die verschiedenen also für die verschiedenen Begriffe des Wortes, ich sage jetzt mal, was fällt mir ein, Unternehmen. Einmal ist es Unternehmen, einmal ist es Company und dann eben noch die ganzen Begriffe für Französisch, Italienisch und, aber es ist das gleiche Formular. Richtig, ganz genau. Also du hast, wenn du ein Asset vermarktest über eine Landingpage, hast du meistens einen Header, du hast vielleicht eine Ansicht des Assets, du hast vielleicht eine Überschrift, du hast ein kurzes Abstract, du hast ein Formular und einen Knopf. Und das ist in England genau das gleiche wie in Afrika und in Hongkong oder sonst wo. Und dafür musst du nicht zwei Formulare bauen. Das ist nur Overhead. Das ist eben im Sinne jetzt dieses Entwurfsansatz einer der Normalisierung, würde man sagen, nee, das ist überall das Gleiche. Das Ding wird ausgeliefert über eine Mail, das wird angefragt gegen meine persönlichen Daten. Das ist alles gleich. Nur weil da jetzt eine andere Farbe dran ist, eine andere Sprache, mache ich nicht ein zweites Objekt auf. Okay, das heißt, so wie wir eine Datenbank konzipieren, konzipieren wir ein Konstrukt für Formulare. In ähnlicher Form würde ich das auch nicht nur auf die Formulare reduzieren, sondern auch auf Landingpages, Ich wollte gerade fragen, auch neben auf den. Mails, auf Genau. alle Bereiche. Auch wenn du das auslehnst auf einen großen Prozess, kannst du sagen, naja, ich muss ja jetzt nicht ein Double Opt-in einsammeln für das Herunterladen eines Assets, sondern ich baue einen Double Opt-in-Prozess. Der funktioniert aber mit einer anderen Sprache auch in Spanien, genauso wie in Frankreich, und gegebenenfalls auch noch in einem anderen Land. Da baue ich jetzt nicht 16, 17, 20 Double-Opt-In-Prozesse auf. Ich muss ja nur sehen, dass ich über einen Parameter zum Beispiel die Sprache aus einem Container einspiele oder sonst woher, so wie wir das im CMS-System ja schon seit Jahrhunderten nicht, aber seit Jahrzehnten machen. Okay, das Ganz heißt, genau. wir achten bei den Formularen drauf, wir achten bei den E-Mails drauf. Absolut, ganz, ganz krasses Thema, ja, E-Mails. Ja, Ist ein Riesenthema. gerade da haben wir ja dieses Thema Sprachen extrem. Dann haben wir das Thema Landingpages, wo wir auch drauf achten müssen. Und wir haben das Thema Prozesse, eben Standardprozesse, die wir immer wieder brauchen. Opt-in ist, glaube ich, wirklich das beste Beispiel dafür. Absolut. Und gucken, dass wir da im Prinzip die Architektur, also eigentlich, was wir tun, ist dort wirklich in etwas eine Struktur reinbringen, eine Architektur reinbringen, und es nicht, wie du vorhin gesagt hast, wild, wüst, jeder, wo er will, einfach mit Lego-Klötzchen zusammenbauen. Also wir bekommen oftmals Accounts auf den Tisch gelegt, wirkliche Plattform-Accounts. Da haben sechs, sieben Personen mitgearbeitet, so gut sie konnten. Weil man kann das ja nebenher machen. Das ist immer so ein bisschen dieses, das Die soll ja Gefahr alles dabei, ne? intuitiv sein. Ja, die kriegt man auf den Tisch. Und wir haben wirklich Fälle gehabt, wo wir nach 2 Wochen gesagt haben, also kein Mensch weiß mehr, wo hier noch eine Mail, warum rausgeht, abstellen. Das Ding muss abgestellt werden. Und das ist natürlich im Sinne einer nachhaltigen, Arbeit mit so einem System nicht zielführend. So einfach es am Anfang ist, die Sachen zusammenzusetzen. Und so häufig ich auch sehe, dass viele daran scheitern, dass sie irgendwann sagen, nee, das ist mir alles zu kompliziert und ich will das nicht mehr, da sehe ich kein Land. Über diese Schwelle muss man drüber. Denn es ist eben nicht das Klicki-Klicki-Bunt, was uns nachhaltig nach vorne bringt, sondern es ist die gute Überlegung vorweg, das, was du schon eigentlich in deinen Beratungsszenarien anstößt, eine Systematik da reinzukriegen. Wo will ich überhaupt hin? Was brauche ich dafür? Ist das überhaupt nötig, alles mitzunehmen? Kann ich mich auf bestimmte Sachen fokussieren? Brauche ich etwas vielleicht erst später, was ich aber jetzt schon einpreisen muss? Da fängt das ja schon an. Das ist etwas, was sich eigentlich bis über die Implementierung hinaus ja, weiterzieht. Wenn ich wirklich in diese strategische Entscheidung reingehe, ich mache zukünftig oder ich belege das Thema für mich
Marketing Automation Need Management. Ja. Ja, und gerade, wir sind ja beide eher auch bei größeren Unternehmen unterwegs, wo genau das ja eintritt, dass wir eben viele Länder haben, viele Sprachen haben, dass wir den Überblick behalten wollen. Und jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es einfach ist, etwas zu ändern. Eine Änderung kann von außen kommen. Das heißt, wir haben ein neues Logo, wir haben eine neue Farbe, wir haben mit irgendjemand fusioniert. Ja, alles gut. Aber Änderungen können ja auch aus den Prozessen herauskommen. Und absolut. Das finde ich halt auch noch einen spannenden Aspekt, dass wir dadurch über diese Architektur natürlich auch viel besser messen können, wo sind denn Schwachpunkte, wo verlieren wir denn vielleicht Leads oder wo können wir noch mehr optimieren und was dann ja wieder diese Erkenntnis, die Vorstufe der Änderung ist, die wir dann basierend darauf durchführen. Also haben wir zum einen mal das Erkennen, das einfacher und schneller und effizienter wird und dann natürlich auch das Anpassen und das Optimieren. Ne? Absolut, absolut. Und da bist du natürlich auch wieder beim Ressourcenthema. Wenn du 37 Doppel-Opt-Ins beobachten musst, wenn du viele unterschiedliche Sachen beobachten musst, die man hätte vermeiden können, weil sie eigentlich im Kern ähnlich sind oder sich ähneln, dann brauchst du enorm viele Ressourcen, das zu machen, bis hinten hin zum Reporting. Wenn du anfängst, dann die Reportlinien aufzusetzen und 35 Formulare beobachten musst und reporten musst, ist das was anderes, als wenn ich ein Formular reporten muss und am Ende in so einem Report sehe über einen Parameter, der kommt aus dem Land und der kommt aus dem Land oder das ist der erste Aufschlagpunkt und so weiter und so fort. Also kurzum, wir müssen hier Systematiken aus der Entwicklung mit reinbringen, die uns das Leben am Ende einfacher machen. Denn eins darf man ja nicht vergessen, Norbert, du kannst so ein Thema skalieren, wenn es gut aufsetzt. Aber was du auch mit skalierst, das sind Fehler, die du da im Ansatz machst. Das heißt also, Fluch und Segen zugleich. Ja. Das, was wir schon vor Jahren natürlich peinlichst vermieden haben wollten, ist, dass eine Mail rausgeht, wo im Editor drin steht, Harry, guck nochmal drüber, ob es Editorial stimmt. Und dann geht es an 150.000 Leute raus. Das ist renommierten großen deutschen Unternehmen passiert. Und das wollen wir natürlich auch an anderen Stellen vermeiden. Und insofern bedarf es wiederum hier vorher eine gute Vorarbeit. Ja, und dann haben wir halt auch den Effekt, der in deinen Projekten vorkommt, der in meinen Projekten vorkommt, dass man im Headquarter etwas baut oder auch im Unternehmen etwas baut und man hat dann entweder, wenn es Headquarter war, Ländergesellschaften oder wir haben ja auch oft indirekte Vertriebsstrukturen, wo es darum geht, dass das Unternehmen etwas entwirft und Partner vor Ort sollen es denn dann nutzen können, aber auch individualisieren können, weil sie vor Ort bestimmte Produkte gerade im Angebot haben oder auf dem Hof rumstehen haben, die verkauft werden sollen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal den Effekt, dass wir damit halt auch in der Kommunikation intern, in der Durchführung einfach große Erleichterungen und wie du eben gesagt hast, halt auch Fehlerabsicherung bringen. Dann passieren eben so Fehler nicht, wenn man mit so Konstrukten arbeitet. Ganz genau, ganz genau. Es sollte wirklich gut durchdacht sein. Und um das vielleicht auch nochmal einmal zu trennen, also die Erfahrung, die man dann macht, wenn man so ein Thema loslässt auf seinen Markt oder auf sein Marktsegment, auf seine Kunden, die kannst du nicht einkaufen. Das muss eben gemacht werden. Und deswegen sagen wir auch, und da bin ich, glaube ich, auch, bist du auch dabei, wir müssen ins Doing kommen, möglichst schnell. Wir nicht nur um Quick Win zu generieren, sondern um etwas herauszufinden, was wir vorher noch nicht wissen, wirklich zwischen die Ohren möglicher Interessenten zu schauen. Wir müssen wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, glaube ich, loszulegen. Auch auf die Gefahr, dass man da vielleicht mal ein, zwei Schritte nach vorne geht und mal einen Schritt wieder zurückgeht. Diese handwerklichen Fehler, da kann man einiges vermeiden, wenn man sich meiner Meinung nach Kompetenz mit ins Haus holt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, das sehe ich also gerade in den letzten Jahren, was so ein bisschen in dieses schön Bedienbare von Plattformen reingeht. Am Ende, da bleibe ich bei, brauchen wir, wenn wir so eine Technologie uns ins Haus holen, auch jemand wirklich am Telefon
der erreichbar ist, der sprechbar ist. Wir brauchen auch jemanden, den wir erreichen können, auch vom Hersteller solcher Lösungen. Wir brauchen hier wirklich einen guten Support, denn so gut die Plattform auch sein mag, es gibt immer Themen, die man besprechen muss. Und da würde ich jedem empfehlen, dass er sich auch neben dem rein softwaretechnischen auch mal Gedanken darum macht, wer ist das eigentlich, mit dem ich mich dann auseinandersetzen muss, wenn es mal irgendwo hakt oder wenn es mal irgendwo Hilfe benötigt. Also da kann ich nur sagen, das ist ein Punkt, auch hier braucht man Leute, mit denen man sprechen kann und die dann nicht weg sind, nachdem sie die, ich sag's mal ganz böse, die Software verkloppt haben. Ja, und das ist, ja, der andere Aspekt ist halt, ich sehe das auch, dass viel zu oft nur, wie nennst du es, clicky, clicky, bunti geachtet wird. Ja. Das heißt, wie kommt die Oberfläche daher und kann ich da einfach hin und her? Ja, das ist schon ein Argument, logisch, verstehe ich. Aber dabei kommt eben oft das andere Argument zu kurz, eben genau dieses Thema Skalierbarkeit, Personalisierbarkeit, wie kann ich es ausrollen, wie kann ich es danach pflegen? Ich würde wirklich heute behaupten, Norbert, die im professionellen Bereich und dann, wenn ich es wirklich ernst nehme, und das ist auch etwas, was in Richtung der Unternehmen geht, die es einfach ernst nehmen müssen, weil es ein Thema ist, was natürlich zunehmend existenziell auch wird. In diesen Setups redet man von professionellen Werkzeugen. Die müssen nicht schön sein. Die müssen funktionieren. Und das eben von morgens bis abends. Und die müssen auch gelernt werden, bedient zu werden. Das ist auch ein Thema. Und wenn man das nicht selber abbilden kann, muss man sich hier den Dachdecker eben ins Haus holen, der den Dachstuhl zimmert. Den Hammer kann ich auch in die Hand nehmen. Das kannst du auch, ne? Nur wir werden wahrscheinlich nicht einen Dachstuhl auf ein Haus kriegen, der dann auch noch im Lot ist, weil wir das eben nicht gelernt haben. Und das sind diese handwerklichen Sachen, die einhergehen. Ich glaube persönlich, wenn es um das Thema Technik geht, um das Thema Technologie und Plattform geht, da wird eigentlich die Benutzung dieser Plattform, das, wo viele so, was viele so in den Fokus stellen, wird eigentlich unerheblich. Denn man muss damit klarkommen. Das muss nicht bunt sein, das muss funktionieren in einem professionellen Bereich. Und da sind wir eigentlich sowieso bei dem Punkt, der Hammer, das muss man einfach sagen, ist am Ende egal. Der muss eine ordentliche Qualität haben und dann kann der Dachdecker mit dem Hammer den Dachstuhl bauen, auch mit dem. Wir reden hier niemals, wenn wir in das Thema reingehen, von einer Technologiefrage, sondern wir reden immer von einer strategischen Frage. Das ist ja das, was du auch in deinen Seminaren ja, seit Jahrzehnten predigst. Es ist keine Technologieentscheidung, sondern eine Strategieentscheidung. Ja, erst grübeln, dann dübeln. So ist es. So ist es. Wo wir beim Handwerker sind. Genau, genau. Schön. Ja, prima. Dann glaube ich, machen wir für heute den Sack zu. Vielen Dank, Markus. Sehr gerne, Norbert. Anblick. Wenn jetzt jemand sagt, da würde ich gerne mal mehr wissen wollen, wo findet man dich? Ja, also wir sind natürlich mit einer bescheidenen Website unterwegs. E-Raumwerk, e-raumwerk.de. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank. Mal gucken, wir finden bestimmt noch mal ein Thema, wo wir ein bisschen vertiefen können demnächst. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung und denkt an die Skalierung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank von meiner Seite. Danke nochmal. Tschüss, tschüss, bis dann. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Norbert freut sich über deine Bewertung, deine Anmerkungen und deine Fragen. Mehr Informationen zu den besprochenen Themen findest du in den Shownotes und in seinem Buch Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.